Scheiß Knochen trocken. Seit die Flügel haben, sind die einfach tausendmal sozialer. Flügel sollten auch ab 18 sein. Was ist das für eine Scheiße? Toad, spring! Der letzte Part war genauso failhaftig wie der vorletzte. Hoffentlich wird es diesmal besser. Ist hier ein Pixel Luigi? Ich glaube schon. Was war das im letzten Part schon wieder gewesen am Ende? Das ist nicht mehr lustig. Wie ich auf einmal am Failen bin. So. Aber gleichzeitig bin ich guter Hoffnung, dass wir mit jemand anderen als Luigi eine bessere Chance haben. Mit Toad, von mir aus. Versuchen wir es mal. Aha. Okay, ich mag keine Bullies. Auch ein geiler Lava-Track. Scheiß Knochen trocken. Seit die Flügel haben, sind die einfach tausendmal sozialer. Flügel sollten auch ab 18 sein. Was ist das für eine Scheiße? Toad, spring! Ich bin noch vom letzten Part komplett drauf, gell? Ich nehme das alles im Anschluss auf. Heute ist nicht mehr Tag. Haben wir überhaupt noch heute? Ja, 10 Minuten, dann ist morgen. In 10 Minuten ist Freitag. Okay. Stirb. Tod. Bitte. Bitte tot. Warum bekommt man hier keinen Tanuki zum Beispiel? Das wäre viel sinnvoller. Stirb. Okay. Den holen, den holen, den holen, den holen. So, runter da. Kein Bock jetzt wieder in die Lava zu fliegen. Hey! Guck mal, so lange geht das Level noch. Hast du Bock? Bock? Ich auch nicht. Gott, was ist das denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich fühle mich wie Jan von Ape Crime. Immer wenn Prank funktioniert. Oh mein Gott! Ach so, mir kann die mit Feuerbällen holen, Bruder. Das ist komplett mit mir. Ich glaube, ich habe das immer ohne gemacht. Ich habe den einfach immer angesprungen. Auch wenn ich eine Feuerblume hatte. So geht's natürlich einfacher. So. Endlich der scheiß Checkpoint. Her damit. Hoffentlich markiert er nicht die Mitte des Levels. So lange halte ich das nicht mehr durch. Was ist das denn? So, gib mir mal wieder ein Item in mein Inventory. Danke. Ich hab's. Ich wollte gerade sagen, ich werde jetzt Schaden nehmen. Ich wollte es gerade sagen. Keine Clouds? Warum geht das so weit rüber, die Kamera? Egal. Dann soll es halt so sein. So. Müssen wir die wieder runterschießen? Das ist ja was komplett Innovatives. Nein! Toad! Bestellten Doktor. Warum habe ich das Spiel eigentlich angefangen zu Let's Playen? Ach ja. Wegen Mario Maker und so. Das war eine gute Idee.
So. Warum schaut ihr nicht her? Okay, ich glaube, ich muss darüber springen. Weg mit dir, du Drecksau! Was ist das? Okay, aber es ist noch nichts passiert. Perfekt! Toad! Ich bin überzeugt von dir. Eigentlich nicht, aber egal. 5 Minuten, ein Level, legitime Zeit. Aber ich bin halt ein bisschen auf Rage aus. Zwei Mini-Bosses. Okay. Chillig. Röhre. Das vierte Versteck. Jungs, ich glaube, wir haben das dritte geskippt. Haben wir die Feuerblume? Ja. Übertreibt halt, Alter. Müsst mich nicht gankbannen, ich bin nicht Mia Khalifa, okay? So, ich muss jetzt gleich nochmal auf die Map-Übersicht gucken. Ob wir da wirklich alles gemacht haben oder ob wir da wirklich was übersprungen haben. Aber ich befürchte. Okay. Na. 6b haben wir übersprungen. Und sonst haben wir alles. Ja. Ich hasse die 6. Welt immer noch. Ach hier. Mann, Alter. Unnötig. Hätte ich auch finden können, der dritte Versteck der Feuerbruder. Ist egal, wir machen es jetzt kurz mit Mario. Ha? Das Familientreffen. So. Ab in Weltschloss. Weiter geht's. Schaffen wir in dem Part vielleicht sogar die Welt? 1, 2, 3, 4 Level. Pro Level 6 Minuten. 4 mal 6 ist 24 plus 8 ist 32. Nee. Ich glaube nicht. Vor allem mit den zwei Minikarten-Bossen jetzt. Nee, machen wir es nächsten Part. Machen wir es nächsten Part. Gut, der Boss ist wirklich gar nicht so schwer. Aber hätte der ein bisschen... Würde der nicht so weit zurückgestoßen werden und hätte der mehr Angriffe, wäre das ein ganz guter Boss eigentlich. Muss man schon so sagen, wie es ist. Ist auf jeden Fall was Innovatives mit diesen Bullies. Der Bulli-Prinz ist auch cool. So, wir haben gleich 0 Uhr. Ich komme schon wieder auf den Fortnite-Shop. Mal gucken, was heute drin sein wird. Ich hoffe mal, was Gutes.
Aus meiner Sicht war ja am heutigen Tag dieser rote chinesische weibliche Skin drin. Da finde ich den Backpack sehr, sehr geil. Will ich mir auch mal vielleicht holen, noch den Skin, weil der Backpack halt mega geil ist. Oh, lol! Wie? Die kicken einen Boss? Einen echten Boss? Einfach nochmal. Ihn schwieriger? Einfach so, mitten auf der Karte. Ich glaube, ich werde sterben. Das ist nämlich wahnsinnig. Verpiss dich. Verpiss dich. Ja! Verpisst euch alle, Lille. Denn ich hab ne Knarre, Lille. So. Denn 170 Leben, Alter. Vor zwei Parts hatten wir... Vor drei Parts hatten wir 190 oder so. 195. Nur noch am Minus machen. Goddammit. So. 5 und das ist 4. Ne, das ist 6. Okay. Dann machen wir der Klarsichtturm. Wir haben noch ungefähr 17 Minuten Zeit. Die zwei Level sollten wir eigentlich noch schaffen. Vielleicht auch das dritte. Ich plane mal 6 Minuten pro Level ein. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Einplanung. Muss ich sagen. Okay, da geht's hoch. Oh, was bist du denn für ein Arsch? Komm, töte mich, dann spawn ich groß. Dann ist da unten wahrscheinlich eine Katze drin. Aber ich feiere das Spiel halt echt, ne? Es ist halt eins von wenigen Spielen, die ich wirklich gerne mehrmals durchspiele. Zusammen mit Donkey Kong, Country Tropical Freeze and Returns habe ich auch übelst gefeiert. Und, gut, okay, das habe ich mir gemerkt. Und, NSMBU, NSMB Wii, obwohl ich da den Mii-Teil, den Wii-Teil mehr mag. Keine Ahnung. Ich finde, der Wii U-Teil ist so... unspeziell. Es ist halt der Wii-Teil in irgendwie schlechter, weil der Wii-Teil hat sich so neu angefühlt, so frisch. Als ich den das erste Mal gespielt habe, mit 4 Jahren oder so, bei meinem Neffen. Ich sehe schon, ich nehme gleich irgendwie unnötig Schaden. Stirb, stirb und stirb. Was? Ich hab die nur zum Spaß gekillt. Lol. Oh, ich glaube, das ist ein böses Level. Ganz unartiges Level. Kann man da auch ohne durch? Ohne Katze? Ich habe keine Ahnung. Ich denke einfach mal nein. Also, wir dürfen nicht sterben. LOL! Ja, okay, an das habe ich mich erinnert. Ich dachte, es kommt aus einer späteren Welt. Aber nein, die hauen den asozialen Scheiß einfach auch jetzt schon raus. Weil das ist wirklich schwer. Beim ersten Mal. Jetzt ist es nicht mehr schwer, aber trotzdem. Gut, dann sind wir durch den Level auch relativ problemlos.
los durchgekommen. Das spare ich mir. So, hoch mit dir. Fuse dir einschenken. Ich habe noch circa... Ja, das Glas geht voll. Ich habe noch 500 Milliliter. Oder 330 oder so. Ich habe keine Ahnung, wie viel so ein Glas hat. Ich glaube, normales Glas hat 330. Aber das sieht halt schon ziemlich groß aus. Das war mein Müll. Eimer. Oh, Captain Toad, komm! Auf Ehrenbruderbasis. Irgendwie immer, wenn wir Captain Toad spielen, haben wir vorher Toad gehabt. Ist das aufgefallen? Dum, 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 dum. So. Rein in Olga! Was sie alles getan hat, seit Fortnite im Hype ist, ne? Rein in die Olga, Bruno muss los und so. Das sind alles so Memes, die durch Leute wie Montana Black entstanden sind. Oder dass die Sonne lacht. War auch nicht so lange, aber war auch ein Meme. Zumindest in meiner Schule. Monte haben wir schon ziemlich viel zu verdanken, muss man mal sagen. Von unserem heutigen Sprachgebrauch. Da kann Goethe einpacken gehen. Habe ich einen übersehen? Ach so, da ist einer. LOL, den habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, wie komme ich da runter? Muss ich da ganz hoch? Ja gut. Hä? Da waren die letzten aber schwieriger. Real Talk, da waren die letzten echt schwieriger. Da gönne ich mir aber einen Schluck. Wii U Gamepad hat noch genug Akku. Aber ich habe es gerade nicht angesteckt zum ersten Mal. Aber es tut schon, ich nehme jetzt schon seit 3 Folgen auf und es ist immer noch genug Akku drin. So. Schloss 6 im Reich des Hammerhais. Oh, das Level kann ich mich auch noch erinnern. Gab's hier nicht irgendwas Asoziales? Nein, Luigi. Du bringst nie etwas Gutes. Real Talk! Wir haben im letzten Part mit Luigi so reingeschissen und immer wenn wir Luigi am Anfang vom Part kriegen, fallen wir irgendwo blöd runter. So's. Was haben wir denn hier für ein Item? Ich glaube, lass mich nicht lügen, aber ich glaube die Feuerblume, die brauchen wir noch. Für einen Stern. Und daher werde ich jetzt erstmal den Cat Dude verwenden. Okay. Ein Stern haben wir schon. Jetzt haben wir mittlerweile 0.06 Uhr. Das heißt, jetzt nehme ich schon offiziell am Samstag auf. Danke. Cool. Lol. Das war aber jetzt notwendig, oder? Einer nimmt eine Feuerblume mit und die verstecken da einen Pilz. Das war's aber auch wieder komplett. Okay, da nimmt niemand irgendwas Wertvolles mit. Wie bei einer Straßenbesichtigung in Rio.
Wer hat die Feuerblume? Wer hat die Feuerblume? Hä? Real Talk, wer hat die Feuerblume? Da. Du hast die Feuerblume. Gibst du her? Danke. Ich werde sie gleich verlieren. Ich sehe es schon. Okay, 215 Sekunden. Wir haben ziemlich viel Zeit verloren. Ich hoffe, dass uns das gleich nicht noch zum Problem wird. Zwei Sterne, kein Stempel. Wo ist der Stempel? Ich finde diese Seerobben sowas von süß. Auch wenn die uns attackieren wollen. Aber man kriegt sogar Münzen, wenn man die killt. Also ich finde das schon ein bisschen tierquälerisch. So, wir haben zwei Feuerblumen. Ich weiß, dass wir gleich noch eine brauchen werden. Ich weiß aber nicht mehr genau, warum. Ach, darum! Okay. Ja, gut. Zum Glück haben wir eine. Das habe ich nie geschafft. Das weiß ich noch. Ich hatte nie hier eine Feuerblume. Nie. Mann, warum bin ich gleich reingegangen? Ich wollte noch gucken, ob hier irgendwo was ist. Bei uns fehlt nach wie vor der Stempel. Normalerweise, also es ist natürlich alles Auslegungssache, aber normalerweise kommt er am Anfang des Levels. Oder übertreib halt. Ehre. Zwei Probleme, uff. Ich muss darauf vertrauen, dass da der Stempel nicht war. Das war eng. Aber wir haben es geschafft. So, leider kein gutes Item für das Ziel. Und auch noch eine Behinderung. Und zwar Luigi. Wow, das war geil. Da könnte ich mir aber einen richtig fetten Schluck. Schön gehört, wie der Fuse Team mit den Hals runtergurgelt. So, Vulkan. Oh, nee. Oh, nee. Du. Schloss 7. Heißer Tanz am Lavasee. Das machen wir jetzt noch. Let's go, Motherfucker. Es tut mir leid, aber ich muss es halt immer sagen, wenn man Let's Go sagt. So, ich glaube. Ich glaube, man ist auf den grünen Plattformen sicher. Oh Gott, Alter, was war das denn? Auf den anderen nicht. Haben wir hier irgendwo einen Stern oder derartiges? Nein. Das ist auch der erste, sehr gut. Oh Gott, ich dachte schon, der geht da ganz hoch. Zum Glück nicht. Schnell rüber da. Schnell über die Grenze. Ich entschuldige mich übrigens für jeden rassistischen Witz, den ich bringe. Boah, geil. Das sieht heftig aus. Wird ja auch möglich sein in Mario Maker. Die
werde ich auch ganz gut nutzen, auch wenn die jetzt in den Trailern noch nicht so stark ausgesehen haben. Weil die halt ziemlich langsam sind. Und wenn die von hinten nach vorne kommt, dann springt die immer über Mario. Oder man kann das alles noch viel mehr auslegen und Nintendo hat es nur nicht gemacht, damit die kleinen Kinder keine Angst kriegen. Vor dem Spiel. Lauf! Aber schnell zurück. Du, das lasse ich mir nicht entgehen. Was? Wo? Zur Hölle? Ist der dritte Stern? Ach, der war ja da hinten. Ach ja, Bruder. Dezent riskant darüber zu gehen, oder? Aber was bleibt mir anderes übrig? Alter. Das ist noch weiter hinten. Ach ja, hier muss man rüberspringen. Lol. Das ist aber Lava-Gefährdungszone, oder? Kann das sein? Ja, oh mein Gott, ihr asozialen Dreckschweine, Nintendo, was soll das? Und ich habe Zeitdruck. Oh, derbe. Ich darf nicht einfach zu schnell irgendwas machen. Ich glaube, bis zum Ziel kommt man ganz einfach. Instant Death bei denen? What? Ist das neu? LOL! Okay, wenn das in Mario Maker auch so ist, dann will ich da mal nichts gesagt haben, will. Okay, 27 Minuten. Langsam müssen wir ein bisschen weitermachen. Uff. Excellent, Motherfucker. Was bist du denn? Mario, was bist du denn für ein Klempner, der nicht mal über ein scheiß Gitter gehen kann? Ich weiß, es hat nichts mit dem Klempner-Dasein zu tun, aber trotzdem. Can real talk? Also, man darf nicht auf meine Leben gucken, ne? Ich glaube, ich wäre schon Game Over gegangen, hätte ich euch nicht den One-Up-Trick gezeigt und dabei 150 Ups gemacht. Da glaube ich, wäre ich schon Game Over. Okay, ich habe kein Boomerang. So, wir müssen jetzt wohl oder übel mit dem Ding hier auskommen auf einer kleinen Plattform. Perfekt. Jawohl. Okay. Gut, das Gamepad leuchtet rot. Das ist nicht gut. Dann stecken wir es an. Ich nehme jetzt noch weiter auf. Ich habe jetzt Bock irgendwie. Ich habe gerade voll Bock. Es ist 0.17 Uhr, aber ich... Komm. So, und damit würde ich sagen, wenn der Part euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Wertung da. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao.